Erfahrung. Kritischer Schaden. Fuck, Alter. Kann es denn, dass ich das Spiel mehrere Enden hat? Das kommt mir irgendwie gerade so vor, als hätte ich irgendwie verkackt oder so. Weil eigentlich müsste ich doch diese Kreuzer zerstören, aber ich habe doch nicht alle Kreuzer zerstört. Und Salt habe ich auch nicht gerettet gehabt, glaube ich, viel zu spät losgeflogen. Gibt es hier mehrere Enden in dem Game? Retribution, hier Raider! Empfangen Sie mich! Gator! Gator! Absturzstelle, schwere Blutung. Brauchen sofortige Evakuierung. Hier 1-1. Bestätige Evakuierung. Wie ist Ihre Position? Negativ. 1-1 überträgt Blend. Wiederhole. Negativ. Wie ist Ihre Position? Ethan. Das sieht einfach so krass aus. Sir, Sergeant Brooks ist da drüben. Danke, Marine. Versorgen Sie ihn. Ja, Sir. Ja, ich bin auf dem Weg. Beeilung, Sir. Das muss runter von ihm. Halt durch, Kumpel. Captain Reyes hilft uns. Kein Problem, Sir. Mir geht's gut, Commander. Wir stecken nur etwas fest. Okay, das wird schon Cash. Oh, shit. Er blutet stark. Wir müssen die Blutung stoppen. Ich suche ein Medikit. Rücken Sie für mich auf die Wunde, Sir. Ich habe ihn. Los. Tut mir leid, Sir. Ich blute immer so stark. Keine Sorge, Cash. Ich bin da. Ob ich dafür ein Purple Heart kriege? Da wäre der Lieutenant beeindruckt. Ja, sie wird sich freuen. Ich kann noch kämpfen. Das weiß ich, Marine. Wir bringen sie schon wieder aufs Feld. Brooks, wo ist das Medikit? Na los! Ist es Regen, Sir? Sympathy, Marine. Gehen wir zur Red. Sir. Marines! Sergeant, gut Sie zu sehen. Hier entlang. Captain? Lieutenant? Wo warst du, verdammt? Schön, dich zu sehen, Salt. Brooks? Ma'am? Kashima? Im Kampf gefallen. Gibson auch. Friede den Gefallenen. Ihre Männer erwarten Sie bereits, Sergeant. Befehle folgen. Marines, zu mir. Statusbericht. Wir haben geborgen, was wir konnten. Komms aktiviert.
Der Lift zur Schiffswerft liegt 100 Kilometer nord-nordost. Wir sind hier mitten im Niemandsland. Ein SDF-Speer kam vorbei. Er ist Geschichte. Es werden mehr kommen. Wir sind bereit. Start kommen? Kein Signal. Wir sind isoliert. Ich werde für unsere Sicherheit sorgen. Sie sind der Anführer, Sir. Nicht der Erlöser. Ich trage die Verantwortung, Chief. Ganz recht. Sie gaben den Befehl, Captain. Für sein Schiff und die Crew, Chief. Und das ist nobel, aber die Schiffswerft ist noch intakt. Hören Sie, die Stärke des Rudels steckt in allen Wölfen, Captain. Voll rein, egal was es kostet. Sie waren bereit. Also wenn man diese Art Entscheidung nicht treffen will, hat man, so wie ich, nichts mehr zu kommandieren. Ich töte nicht die Crew, indem ich mein Schiff ramme. Sie wollten siegen. Das sieht nicht nach Sieg aus. SDF-Speer! Entdeckung! Munition im Auge behalten! Warten, bis er nah ist! An alle Stationen, hier mit Lights! Ethan, wo bist du gerade? Unterwegs, Sir. Lande jetzt! Nicht feuern! Die Roboter haben wir ist jetzt einsatzbereit, Sir. Er hat die Olympus-Bots gehackt. Cleverer Kerl. Wie viele hast du? Volle Kompanie, Sir. Ich meine, sie sind Idioten, aber können kämpfen. Gute Arbeit, Metal Lines. Landen und bereit machen. Aye, Sir. Wir sind alle dabei, Sir. Danke, Chief. Dann wieder an die Arbeit. Aye, Sir. Hier im Graben sitzen wir auf dem Präsentierteller. Wir bleiben nicht hier. Wir greifen an, da oben. Die Tore stürmen. Nach oben kämpfen und sein Schiff besorgen. Weiter sagen. Okay, bereite Transport vor. Geh da draußen zu Griff, du brauchst eine Waffe. Salt. Gut, dass du noch da bist. Egal, was kommt. Alter, ey, da kannst du sagen, was man will, ne? Ah, die Singleplayer-Kampagne, fuck, man, das könnte ein richtig krasser Kinofilm sein. Also wirklich nur Action-Explosion. Was? Der Mann hat 7 Leben. Wir bereiten einen Angriff vor. Aufzug zur Schiffswerft. Irgendwelche Empfehlungen, Griff? Was auch immer die meisten tötet und mir noch ein paar übrig lässt. Na, Spielergranate, nehme ich doch lieber den Sucherbot und dann hier erstmal eine fucking Schockgranate. Weil Schockgranaten killen diese Blechboxen easy. Nämlich das Ding. Ich meine, dafür finde ich keine Munition, aber das killt halt einfach so krass und... what the fuck, man? Das ist eine Schrotflinte? Holy shit. Naja, wir bleiben mal lieber bei dem Ding, ne? Und ich würde sagen, hier hauen wir vielleicht noch, erzeugt schnell Energiemunition. Also, ich weiß nicht. Weiß nicht. Wir nehmen das einfach mal, ne? Ich meine, Schalldämpfer brauchen wir eh nicht in diesen Missionen, also... Trojaner? Oh, ich weiß nicht, Trojaner, das Ding ist nicht so geil, wenn ich ehrlich bin, aber... Ja, komm, wir lassen das mal drin, ne? Ich denke mal, wir sind eigentlich so ganz gut mit dem ganzen Scheiß, den wir haben. Warum kriege ich das ja eigentlich nicht? Schaffen Sie mir Operationen? Ah, so, das sind diese Nebendinger, wo du dann einfach noch krassere Waffen ranbekommst, ne? Hätte ich die doch gemacht. Aber jetzt ist sie zu spät. Let's go! Nicht alles ist noch unversehrt. Ich habe Ihren Satz auf dem Tisch hier drüben, Sir. Griff, ich brauche Sie an der Waffe. Ja, Sir. Mac, Sie leiten Team Echo. Ich werde bereit sein, Captain. Weiß ja auch nicht, er kommt irgendwie ein bisschen bekannt vor. Hat sich den schon mal irgendwo gesehen? Hamilton, ich brauche Sie da draußen an meiner Seite. Status. Transmitter steht. Bislang nicht. Möge dein Weg offen vor dir liegen. Der Wind stets in deinem Rücken sein. Möge die Sonne dein Gesicht wärmen und der Regen sanft auf deine Felder fallen, bis wir uns wiedersehen.
Semper Fi, Marine. Oh shit, Mann. Oh fuck. Bitte lass uns das Ding diesmal mitnehmen. Bitte. Ich weiß, cool, wie Ethan gesagt hat. Die sind zwar blöd, aber können töten. Borgs, tief fliegen und Radar und Luftverteidigung meiden. Aye, Sir. Das hier ist für Sie, Captain. Was ist das? Oh. Wir haben nur wenige, aber ich wusste, Sie schaffen es, Sir. Freut mich, Ihr Titel. Grünes Licht, Borgs. Warte mal, die haben noch keine Rüstung an. Guck doch mal die anderen da vorne. Alle hergehört. Wir kämpfen hier nicht, um zu gewinnen. Wir kämpfen, damit die, für die wir kämpfen, nicht verlieren. Zu Hause gibt es Milliarden von Menschen, die nicht wissen, was wir hier tun. Aber sie werden von unseren Taten erfahren. Viel Glück da draußen. Hurra! Unser Primärziel ist die Infiltrierung der Orbitalplattform. Direkt zur Schiffswacht zu fliegen geht nicht, wegen ihres aktiven Abfangsystems. Also wird es ein Bodenangriff. Ethan's Bots werden für Ablenkung sorgen, während unsere Ravens am Rand des Plattformperimeters eindringen. Wir müssen 3 Luftabwehrkanonen ausschalten, damit unsere Vögel reinkommen und Unterstützung leisten können. Ich weise die Artillerie, die ich von der Olympus Mons her beordert habe, an, die Luftabwehr anzugreifen. Captain, ich gebe Ihnen Zugriff auf eine Drohne, um die Angriffspositionen zuzuweisen. Das wird bombig. Bestätigt, Ethan. Sind die Kanonen ausgeschaltet, dringen wir in die Anlage ein und hoch zur Schiffswerft. Andocken in 5 Sekunden. Verstanden, Box. Es geht los! Roger, Achtung, Landezone ist heiß! Raider an Bravo 1, für Infiltration aus Westen folgen! Alle sofort für Einstieg bereit machen! Touchdown! Geschütze! Hier Echo 1, los, los! Wir suchen auf vielen Widerstand! Auf feindliche Kapseln! Unten bleiben und Deckung suchen! Alter! Was ist jetzt deren Beweggrund, Alter? Warum greifen die, warum hassen die uns so sehr, die auf dem Mars leben? Ich wüsste nicht, dass ich da immer schon mal im Spiel darüber erfahren habe. Aber es kommt mir jetzt einfach so vor, als würden die denken, wir wären was Besseres und wollen uns jetzt deswegen töten, so nach dem Motto, kommt mir das vor. Roger! Die Kanonen ausschalten, damit unsere Deckers zurückkommen. Alter, was war? Haben wir jetzt sowas gemacht? Nice! Achso, warte mal, gleich kann ich es ja machen. Ja, chill mal ein bisschen. So, Angriff. Erstes Ziel, so, Ziel markiert! Einfach so rüber, ne? Erste Luftabwehrkanone ist zerstört! Verstanden! Habt ihr die Ruhe hinten? Mag er gesehen, ich hab auch nicht welche weggesprengt. Sie bringen sie durch die Tür. Echo hat Tor erreicht. Techniker, brauchen Sie. Was ist los, Mates? Verstanden, wir brennen uns durch. Die neue Bewaffnung dauert aber gerade ganz schön lange unten. Kurs 3, rein da! Oh shit. Oh nö, Alter, ey. Ausrennen jetzt nochmal so einen riesigen. Scheiß Drecksbord. Na gut, riesig ist es nicht. Das ist eigentlich nur so ein Stufe 2er. Es gibt ja 3 Stufen hier. Einmal diese, das kleine Kanonenfutter. Oh Gott, mein Mate ist gerade verreckt. Es gibt dieses kleine Kanonenfutter. Danach gibt es diese mittleren, der jetzt gerade hier ist. Und dann noch die großen. Da können wir aufhören zu sterben. Warte mal ganz kurz. Hacken konnte ich den nicht, ne? Ne, konnte ich nicht. Okay, oder? Nein, geht nicht. Mal. Was? Dreck endlich! Nicht den! Irgendwie funktioniert das nicht so, wie ich es haben wollte. Warte mal, ich hab doch eine. Mann, die Dinger nicht. Wie krass gehen die Dinger? Noch mehr. Wo
Rennt ihr hin? Das ist noch alles voll im Gegner. Oh. Meine Granaten haben gerade anscheinend was getötet. Cool. Stimmt, ich habe noch das Ding. Oh ja, was. Achso, geht immer noch nicht. Ich dachte, es wäre jetzt ready. Jetzt ist es ready. Wo ist denn jetzt dieses andere Ding? Achso, ich kann auch noch gar nicht hinschießen. Ja, dann spare ich mir den Schuss mal lieber, ne? Alter, know your enemy. Alter, das sieht ziemlich cool aus. Bravo! Einsatz bei meiner Position! Verstanden! Verbündete nähern sich! Oh, warte mal, ich will meine Waffe wieder haben. Ich weiß nicht, Schockgranaten, obwohl, warte mal, ich hab ja hier dabei, ne? Dabei was. Warte mal. So, let's go. Alter, das ist einfach zu krass, was hier abgeht. Das ist viel zu krass. Real Life wäre schon lange tot. Aber ich frage mich, wie diese Energiewaffen überhaupt funktionieren können. Ich meine, in Real Life wäre das auch nur ein Taser, oder nicht? Oder gut, vielleicht ein bisschen stärker als ein Taser, aber meine nur. Piep. Hallo, Akbar! SDF am Eingang! Wir müssen sie ausschalten, um weiterzukommen! Hast du das überlegt? Okay, jetzt ist er tot. Gebiet gesichert! Vorrücken! Ihr übernimmt die Tür. Ich gebe Deckung. Okay, let's go. Ich helfe der Türkommand. Gut an ihrer Seite zu kämpfen, Sir. Sehe ich ganz genauso, Bro. Feindliches Schiff! Scheiße. Warum stehen wir jetzt die ganzen Hauptcharaktere? 2-6 am Raider, die Luftabwehr zerfetzt uns! Was sind Ziele ganz oben? Oh, guck mal, warum es geschützt ist. Jetzt heißt, jetzt könnte ich das anfordern, um hier alles wegzubomben. Das ist natürlich nice. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt noch was anderes machen kann, außer zu warten, weil. Oh Gott. Kleinen Pisser, ich krieg euch mal alle. Warte, lebt er noch? Okay, das ist so. Oh, Leute. Easy, ein Schuss, wir brauchen einen Schuss, um meine Teammates brauchen einen Schuss, um Gegner zu töten. Und ich brauche 50. Geil. Warte mal. Okay. Oh. Dankeschön. Bin ich so der Sniper, okay, wenn ich ehrlich bin? Egal. Bomben wir die Pisser mal alle weg hier. Einmal von hier. Nach da. Oh shit, yeah. Gut gemacht, Commander. Und jetzt? Mein Kill. Alter. Tor zur Orbitalplattform, direkt voraus. Ist immer noch die Bösen, okay, also. Außerdem erlöse ich die. Egal. Romini rechtfertigen. Wir
Schiff hier auch noch ein paar mitgehen gerade, aber gut. Griff, gib den Marines Schutz! Verteilen, Leute! Vorwärts! Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das irgendwie der längste Call of Duty-Teil ist bis jetzt. Kann das sein, dass das echt der längste Teil ist? Also. Ich habe jetzt, warte mal, einmal habe ich 2 Stunden aufgenommen und jetzt bin ich bei knapp 3 Stunden. Ich bin seit 5 Stunden hierbei. Doch, das ist echt der längste Teil, ne? Krass. Also bei den anderen Teilen von Call of Duty war ich immer nach 4 Stunden durch oder so, glaube ich. Ach du leck mir am Arsch. Muss man einmal ganz kurz einen hier durchzimmern. Zwei, genau. Was? Granaten. Feindliche Soldaten! Auf dem Steg! Voll Ruhe! Das ist unsere Schwachstelle! Die SDF hat uns blockiert! Kein Angriff verfügbar! Warum nicht? Staffel, ja, Feueranfrage! Ich muss die Luftabwehr loswerden! Warte auf Feuerbefehl. Zeit zum Ziel, 10 Sekunden. Alter! Warte mal, C12? Waren das nicht diese fetten Dinger? Oh, leck mir am Arsch. Ich sehe es! Ankunft, Zeit 5 Sekunden. Warte mal, für die Waffe gab es keine Munition, ne? War das nicht so? Verbündete nah. Ja, war so. Die Luftabwehrkanone ist noch online. Jackal 2-5, schalten Sie die Kanone aus, egal wie! Negativ, 2-5 ist leer geschossen. Ich hab nichts mehr, Sir. 2-5, Sie müssen diese Position ausschalten. Wir haben keine Wahl. Verstanden, Commander. Ich ramme die Kanonen. Viel Glück, Sir. Viel Glück. Alles Gute. Wir brauchen Verstärkung auf der Brücke. Los, los, los! An alle Stationen! Die Luftabwehrkanonen sind erledigt! Wir gehen weiter! Okay, wenn wir die Brücke passieren, sind wir drin! Aber die kommen einfach mal alle so ineinander rausgesprochen! Ich glaube, ich werde jetzt mal mit der Waffe hier ein bisschen rumrennen. Aber ich glaube, das ist ganz schön OP jetzt in diesem engen Raum. Nein. Spiel bitte, nein! Oh, ist nicht abgespielt, nice! Rein da, los! Oh, auf eine Sekunde dachte ich schon! Los, los! Warte! Griff, Sie gehen vor. Ich bleib mit meinen Marines hier. Verschaffe Ihnen Zeit, Sir. Nein, Sie begleiten den Captain. Ich bleibe. Guter Mann. Hier, nimm. Na los. Ich lebe für ein gutes Gefecht. Ihr drei, ihr geht mit Griff. Halten Sie ihn gut ein. Okay, ihr zwei da geht auf Deckung. Du nimmst die andere Seite. Erledigen wir es und dann hauen wir ab. Okay. Ich hab das Gefühl, dass ich Griff gleich sterben sehen werde. Sie auch, Griff! Machen Sie sie fertig, Griff! Die sind nicht kugelsicher, Sir!